Herzlich willkommen zur Schulung Zitieren mit einem Klick. Ich heiße Timo Guter, ich arbeite in der HNU-Bibliothek und ich würde Ihnen heute das Programm EndNote zeigen. Das funktioniert auf Windows-Rechnern und auf Mac. Und bevor Sie jetzt hier irgendwie sich denken, okay, was macht es, zeige ich es Ihnen. Ich habe hier ein Word-Dokument und in diesem Word-Dokument sind keine Zitationen drin. Auch kein Literaturverzeichnis, kein gar nichts. Nur nackter, blinder Text und noch eine Überschrift, damit Sie wissen, welches Video Sie schauen. Hier drin kann ich mit EndNote, hier oben ist der Reiter, ist ein installiertes Programm, zitieren und zwar automatisch. Machen wir das mal. Ich möchte an dieser Stelle jetzt gern zitieren und alles, was ich jetzt hier mache, sieht ein bisschen schnell aus, aber mache ich nachher langsamer. Nur damit Sie mal sehen, aha, doch, ja, hier ist jetzt gerade eben automatisch eine Fußnote entstanden. Und nicht nur das, wir haben jetzt unten im Text auch einen Eintrag im Literaturverzeichnis. Auch der ist automatisch entstanden. Die Fußnote ist sehr voll, weil ich den Zitierstil Turabian gewählt habe. Der wäre hier in der Auswahl. Ich kann jetzt aber auch sagen, nö, ist mir irgendwie eine zu große Fußnote. Ich möchte den HNU Basic Fußnoten. So, jetzt sieht das Ganze schon ganz anders aus, sehr viel schmaler. Auch der Eintrag im Literaturverzeichnis hat sich geändert. Wir haben jetzt hier einen deutschen Zitierstil, während Turabian ein englischer Zitierstil war. Steht hier zum Beispiel Number. Während dann im anderen Zitierstil das in Klammern gesetzt war. Manchmal steht auch H für Heft, je nach Zitierstil. Aber die Zitierstile können Ihnen eben egal sein jetzt. Sie haben ein Programm, mit dem Sie nur noch auswählen müssen, wo Sie zitieren wollen, und dann erscheint das automatisch. Wie geht das Ganze? Im Hintergrund, hier in EndNote jetzt, da haben Sie die ganzen Datensätze drin, die Sie benutzen. Ich habe jetzt hier gerade 4. Die stehen für die 4 verschiedenen Arten von Sachen, die wir heute lernen. Und hier wäre jetzt dieser Bleemel, den ich gerade zitiert habe. Den doppelklicke ich jetzt mal. Und ich kann den hier drin editieren. Ich gebe dem jetzt mal ganz viele E's. So, Bleemel mit vielen E's. Schließe den wieder. Guck dann zurück in Word und sage Update. Und jetzt wird es hier geändert, es wird unten geändert, überall da, wo es vorkommt, wird es geändert. Weil die Sachen hier drinnen kein normaler Text sind, deswegen sind die auch so grau hinterlegt, die sind Funktionstext. Alles, was hier steht, schielt immer auf Ihr EndNote im Hintergrund. Das heißt, wenn der Datensatz hier irgendwann noch nicht gestimmt hat, aber Sie machen ihn nachträglich dann irgendwann gut, so wie jetzt hier, und Sie den dann abspeichern, dann wird es automatisch in Ihrem Word auch gut. Sie müssen sich nie wieder darum kümmern, dass jetzt Sie im Text den irgendwo schon verwendet haben und ihn dann suchen und ersetzen. Sie fügen den mit einem Klick ein. Das heißt aber gleichzeitig, das haben wir gerade eben auch gesehen, dass Sie verantwortlich sind für die Qualität Ihrer Daten. Also die Form, wie das hier unten nachher aussieht, wie der Zitierstil das möchte, das macht EndNote für Sie. Sie können von der HNU unglaublich viele Zitierstile runterladen, was die jeweiligen Lehrkräfte haben möchten. Viele deutschsprachige Zitierstile, von Englischen gibt es in EndNote auch sehr, sehr viele, mehrere tausend. Aber die Form hier unten ist nicht alles. Wenn Sie in Ihrem EndNote den Bleemel hier falsch schreiben oder wenn Sie da das falsche Jahr reinschreiben, dann taucht es hier halt falsch auf. Und Sie sind für die Qualität Ihrer Daten verantwortlich. Deswegen ist der Fokus von dieser Schulung, wie wir diese Datensätze hier mit so wenig Aufwand wie möglich und gleichzeitig so sauber wie möglich reinkriegen. Weil man kann in EndNote die Sachen von Hand angeben, klar, ist halt ein bisschen mühselig. Man kann sie aber auch importieren, nur diesem Import darf man nicht zu 100% trauen. Sie kriegen einen Datensatz, der ist meist ziemlich gut, aber nicht perfekt. Und manchmal ist er sogar ziemlich falsch. Und Sie müssen lernen, und das können Sie in diesem Video hier lernen, wie Sie den Datensatz angucken müssen, wie der aussehen muss und wie man den dann richtig macht. Und ich verspreche Ihnen, das ist nicht schwierig. Das haben Sie nach diesem Video komplett drauf. Also, bevor wir jetzt aber die einzelnen Datensätze angucken, würde ich gern was zu EndNote selber sagen. Die Reihenfolge wird sein, ich erkläre hier EndNote, wie das aufgebaut ist, wie es funktioniert, was man tun soll, was nicht, was man einstellen müsste. Dann reden wir über die 4 Datensätze hier drin. Dann zeige ich, wie man die reinbekommt. Dann geht es um Zitierstile. Und dann gucken wir uns noch an, wie man in Word arbeitet. Das ist eigentlich der Teil, wo Sie am meisten nachher mit EndNote bringen. Sie zitieren hier fröhlich mit einem Klick. Der ist aber gleichzeitig der leichteste. Also der kommt am Ende, aber der wird auch recht schnell erklärt sein. Okay, jetzt schließe ich mal EndNote.
Ich schließe mal alles hier und kann jetzt Ihnen zeigen, wie das aussieht, wenn man EndNote startet. So, hier ist mein EndNote. Ich doppelklicke das jetzt mal und dann öffnet sich das letzte Projekt automatisch, das ich offen hatte. Also stellen Sie sich vor, wie wenn Sie Word starten und das letzte Word-Dokument geht direkt auf. So ist es jetzt hier. Und das sagt Ihnen jetzt schon ein bisschen, wie Sie EndNote verwenden sollen. Sie sollten nur eine Bibliothek haben. Jetzt, wenn Sie zum ersten Mal EndNote starten, dann sehen Sie gar nicht das hier. Dann sehen Sie noch so einen Screen, wo dran steht, dass Sie sich für EndNote Online anmelden können. Das können Sie alles machen, aber ich erkläre Ihnen jetzt kurz, wie Sie an sich nach der Installation von EndNote vorgehen. Installieren tun Sie EndNote übrigens auf der HNU-Seite bei Bibliothek, zitieren EndNote. Da steht drin, wie Sie das machen, also wie installiere ich EndNote. Hier ist mein Mac, mein PC damit kompatibel, habe ich ein passendes Word. Ich empfehle Ihnen Microsoft Word, nicht Pages, wenn Sie an einem Mac jetzt gerade eben sitzen. Es gibt so ein Add-in für Pages, aber es ist nicht gut, muss man so sagen. Ist nicht gut, ist von Apple selber geschrieben und taugt nicht. Holen Sie sich Word. Ich zeige Ihnen kurz wo, im Intranet der HNU. So, bin schon eingeloggt. Unter Rechenzentrum, Software, da haben Sie Microsoft Office 365 für 4,99 für Studierende. Holen Sie sich das, dann können Sie mit EndNote arbeiten. So. Das heißt, Sie haben online geguckt, ist Ihr Mac, Ihr PC kompatibel, dann haben Sie sich diese Installationsdatei geholt, hier Installationsdatei für Windows oder für Mac, und dann haben Sie den Lizenzschlüssel eingegeben. Der Link hier führt jetzt ins Intranet, da steht der Lizenzschlüssel, da kommen Sie nur hin, wenn Sie HNU-Angehörige sind. Gut, und dann öffnen Sie EndNote zum ersten Mal und statt dem hier sehen Sie EndNote Online. Und EndNote Online ist optional, das brauchen Sie nicht. Sie können, EndNote Online ist quasi eine Cloud und Ihr lokales Projekt kann synchronisiert werden in die Cloud. Sie können alles das, was Sie hier sehen, mit EndNote Online synchronisieren. Das können Sie machen hier bei Edit Preferences. An einem Mac wäre das bei EndNote X9 ganz vorne und dann Preferences. Da können Sie hier sagen Sync und da können Sie Ihre EndNote Online Credentials eingeben und sagen, ja, bitte immer synchronisieren. Dann haben Sie vielleicht zwei Macs, an jedem arbeiten Sie so ein bisschen und mit jedem synchronisieren Sie und Sie haben dann quasi immer die aktuelle Bibliothek immer direkt vor Ort. Für die meisten Leute ist EndNote Online aber unnötig oder halt eben optional, weil die sagen, okay, ich habe eh nur diesen einen Rechner, an dem ich arbeite. Dann brauchen Sie auch kein EndNote Online. Okay, wenn wir jetzt EndNote hier sehen, diese Library, dieses Projekt, dann würde ich Ihnen jetzt gar noch das Projekt an sich zeigen, wie das aussieht. Jetzt muss ich gerade mal suchen, wo das hier hingelegt wurde. Ich schätze mal schwer unter H, EndNote, jawohl, okay, sehr gut. Das hier und das hier, diese beiden Sachen zusammen, bilden meine EndNote-Library. Und ich muss die beieinander lassen. Ich darf die jetzt nicht trennen, ich darf die nicht irgendwie umbenennen, ich darf nicht sagen, oh, das ist mir jetzt irgendwie zu unübersichtlich, ich schiebe jetzt diese Library in diesen Ordner rein, damit es besser aufgeräumt ist, darf nicht sein. Der Ordner muss gleich heißen wie diese Library selber und er muss hinten dran dieses Punkt Data noch haben und die müssen beide im gleichen Verzeichnis liegen, so wie es jetzt gerade ist. Also gewöhnen Sie sich an, Ihre EndNote Library besteht aus zwei Dateien, der und einem Punkt Data Ordner mit dem gleichen Namen. Und Sie lassen die am gleichen Ort. Wenn Sie die umziehen möchten, auf den Stick oder so, dann nehmen Sie einfach beide und ziehen sie auf den Stick und legen sie nachher beide auf Ihr Desktop oder unter Dokumente, wo auch immer. Wo Sie es nicht hinlegen dürfen, ist auf einen Cloud-synchronisierten Ordner. Heißt, Sie haben einen Mac und Sie synchronisieren fast alle Ordner mit der iCloud. Da drin darf EndNote nicht liegen. Die iCloud speichert gleich, wie EndNote speichert. Und es frisst sich mit der Zeit. Irgendwann ist Ihr Projekt immer mehr und mehr korrumpiert und es lässt sich auch nicht rückgängig machen. Oder Sie haben einen PC und da ist OneDrive installiert. Haken Sie in OneDrive an, dass der Ordner, wo Ihr EndNote liegt, nicht synchronisiert wird. Ihr EndNote darf nicht, wenn es ein lokales Projekt ist wie das hier, synchronisiert werden mit der Cloud. Wenn Sie Cloud gehen wollen, dafür gibt es eben genau dieses EndNote Online und da können Sie das dann machen. Okay. Dieses eine Projekt wird sich immer direkt öffnen, wenn Sie EndNote öffnen, also werden Sie vielleicht sogar vergessen, wo es liegt.
Okay, ist egal, Sie haben nur ein Projekt. Und hier drinne haben Sie jetzt folgende Ansicht. Sie haben hier links eine Ansicht von All References und dann hier drin noch My Groups. Im Moment haben Sie noch keine Gruppen, wenn Sie ein neues Projekt machen. Also neues Projekt übrigens hier File, New, dann können Sie eine neue Library aufmachen. Gruppen kann man anlegen. Ich mache mal eine Create Groups, Create Groups. Moment, Groups, Create Groups. So, neue Gruppe. Und jetzt haben Sie hier bei All References, haben wir vier Sachen gerade eben schon drin. Da ziehe ich jetzt mal hier diesen Blimel in diese neue Gruppe. Und ich ziehe auch die Flower hier in diese neue Gruppe. Okay, und das ist hier eben, sind zwei drinne. Das ist quasi nur ein Filter. Und so können Sie jetzt sagen, okay, ich nehme ein langes Dokument mit All References, eine lange Library, aber für meine unterschiedlichen Seminararbeiten mache ich mir Gruppen. Oder ich mache mir Group Sets, Create Group Set, das ist so eine Übergruppe, da sage ich Bachelorarbeit. Und dann sage ich hier drinne, nochmal Groups, Create Group. Also alles, was ich für Definitionen brauche. Und dann mache ich nochmal eine Group für Kapitel 1. Also wie Sie es dann nachher brauchen. Bitte tun Sie nicht 10.000 Kategorien anlegen. Machen Sie die Kategorien erst, wenn Sie merken, dass es in der aktuellen Form zu viel ist. Keine leeren Schubladen finden. Schubladen erst finden, wenn es nötig wird. Aber jetzt können Sie sagen, okay, der Blimel ist jetzt auch wichtig für meine Definitionen und der ist auch wichtig für mein Kapitel 1. Und dann haben Sie immer alles bei Hand. Und wenn Sie den hier nicht mehr haben wollen, dann löschen Sie den hier raus. Entfernen. Yep. Fliegt er hier aus Definitionen raus, aber nicht bei All. Gleichzeitig, wenn Sie den hier jetzt löschen, den Blimel, dann fliegt er aus Ihrem Projekt raus, weil hier sind ja alle drin. Und er fliegt auch aus allen Untergruppen raus. Ich lösche ihn jetzt mal nicht, ich brauche den noch. Also, das sieht man in EndNote hier, diese erste Leiste, diese All References und dann die verschiedenen Gruppen, die man anlegen kann. Dann haben wir hier diese Gesamtliste mit den Werken eben, die man schon drinne hat. Die kann man auch umsortieren. Im Moment ist sie nach Autor. Ich kann auch sagen nach Jahr, nach Titel, nach anderen Sachen. Wenn mir die Sachen, die hier stehen, nicht gefallen, kann ich die auch ändern. Also Rechtsklick und kann ich sagen, nee, Rating ist für mich eigentlich uninteressant. Sieht es eben anders aus. Können auch alles breiter ziehen, wie Sie es brauchen. Und rechts haben Sie eine recht variable Ansicht. Und da sieht es jetzt je nach Rechner, wo Sie gerade dran sind, PC oder Mac, ein bisschen anders aus. Aber das kann ich jetzt auch nochmal sagen. Alles, was Sie an einem Mac können mit EndNote, können Sie auch an einem Windows-Rechner. Und umgekehrt, es gibt keinen Funktionsunterschied, nur manchmal sind die Klickpfade minimal anders, aber die Funktionen sind alle da. Und ich habe jetzt hier gerade eben meine Reference selber. Also ich kann hier drin jetzt schon diese Reference editieren. Ich könnte genauso gut sagen, nö, ich möchte hier mal eine Preview sehen. Da sehe ich jetzt schon, wie dieses Werk zitiert werden würde in dem Zitierstil, den ich gerade gewählt habe. Ich könnte auch mir das angehängte PDF zeigen lassen, wenn ich sage, ich nehme EndNote auch zum Verwalten von den ganzen Volltexten. Ich hänge hier an den Gauss einen Volltext dran, Rechtsklick, File Attachments, Attach File. Entschuldigung. Dann kann ich an den das PDF dranhängen und dann sehe ich dieses PDF hier immer. Ich kann auch Sticky Notes machen, also diese Heftnotizen, oder ich kann was gelb hervorheben. Ist eigentlich ganz praktisch. So, und jetzt ist es so, wenn Sie mit EndNote dann arbeiten, haben Sie hier oben noch sehr viel mehr Sachen. Vor allem haben Sie hier drüben diesen Local Mode, diesen Online Search Mode und diesen Integrated Library in Online Search Mode. Bitte bleiben Sie immer im Local Mode. Dieses Online Search, Suchen aus EndNote heraus, das kann man zwar einrichten, aber es ist eine Höllenarbeit und dann geht es eben doch wieder nur auf dem Campus der HNU. Also es geht nicht über VPN oder EZ-Proxy oder irgendwas anderes von daheim. Sie müssten eh hier sein, um den Online-Search-Mode zu nehmen. Und dann ist es ja auch noch gefährlich, weil wenn man dann eine Suche auslöst und aus Versehen falsch klickt und man hat eine Suche mit 30.000 Sachen, dann macht es zack und dann haben Sie 30.004 Sachen drin, die werden dann rüber importiert und Sie haben keine Möglichkeit, das schnell rückgängig zu machen. Und man braucht es nicht. In den Datenbanken sucht man selber sehr viel besser. Und ich würde Ihnen nachher noch zeigen, wie Sie die Sachen hier reinkriegen. Ich würde nur jetzt auf die vier Datensätze hier drin eingehen und zeigen, wie die ausgefüllt sind. Und das, wenn Sie das jetzt nicht im Video nachschauen wollen, nachher nochmal, dann können Sie hier dieses Dokument, das ist in der Beschreibung von diesem Video verlinkt,
nutzen. Da steht drin, was brauche ich eigentlich in EndNote? Nur diese vier Sachen, deswegen habe ich vier im Projekt. Wann nehme ich welchen? Steht hier auch nochmal dran. Und dann nochmal, wie befülle ich den? Also wie geht ein Book? Da gibt es eben diese sechs Felder. Und wenn ich die ausgefüllt habe mit der Art und Weise, wie es hier drin steht, dann bin ich fertig. Also Book, Book Section, dann noch Journal Article und Webpage. Das sind die vier Sachen, die wir brauchen. Die stehen hier oben auch. Da können Sie auch draufklicken, wenn Sie mögen. Landen Sie da jeweils. Das erkläre ich Ihnen jetzt aber nochmal live hier drinnen in EndNote, weil dann kann man es ein bisschen besser verorten. Und danach zeige ich Ihnen, wie ich die Dinge an sich reingekriegt habe. Ein Exkurs mache ich jetzt gerade schon. New Reference hier. Da kann ich draufklicken, um einen neuen Layer anzulegen. Und das mache ich jetzt gerade nur, um Ihnen zu zeigen, wenn man da oben jetzt den Reference Type auswählt, also was man gerade anlegen möchte, dann gibt es hier einen unglaublichen Haufen an Sachen. Und das ist einschüchternd. Und ich bin jetzt heute hier, um Ihnen zu zeigen, dass Sie das ganze Zeug hier eigentlich fast nicht brauchen. Hier sind 40 Sachen, Sie brauchen davon nur die vier, die ich Ihnen zeige, und Sie können damit nachher alles anlegen. Also fangen wir an mit dem normalen Buch. Sie denken jetzt, okay, das normale Buch, was ist das nicht normale Buch? Zeige ich Ihnen danach. Ich meine Sammelwerk, für die, die es schon wissen. Ich klicke jetzt mal hier diesen Gauss an, diesen Datensatz, und dann gehen wir bei dem durch und ich zeige Ihnen, was man da wie einfüllt. Jetzt zeige ich Ihnen aber auch noch den Treffer an sich hier. Ich habe den bei Google Books schon mal hergeholt. Das wäre dieses Buch. Das wäre von Wilhelm Gauss und Rainer Muche. Kann man jetzt hier nicht ganz gut lesen, aber nach dem Cover geht man eh nicht beim Zitieren. Man geht nach der Titelseite und nach der Rückseite der Titelseite. Und wir sehen jetzt hier bei diesem Buch, das ist geschrieben von zwei Leuten. Es hat einen Titel, einen Untertitel. Es hat eine Auflage, nämlich die zweite. Und dann haben wir unten noch das Jahr 2017. Wir haben den Verlag Schattauer und wir haben den Ort Stuttgart. Okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wie sieht es nachher in EndNote aus? Zeige ich Ihnen hier. Das erste Feld, das wir bei Reference Type Book, also das haben wir hier ausgewählt, Book ist das normale Buch. Das erste Feld, was wir hier ausfüllen, ist der Author, die Autoren. Und da stehen die Leute drin in der Form Nachname, Komma Leerzeichen, Vorname. Bitte immer in dieser Form, immer. Weil jetzt weiß EndNote, aha, das hier alles vorm Komma ist wohl der Nachname, den darf ich nie anfassen, den darf ich nie verändern. Und das vor dem, das nach dem Komma hier, das ist der Vorname, den darf ich verändern. Die meisten Zitierstile wollen, dass in der Fußnote zum Beispiel steht, abgekürzter Vorname. Oder gar kein Vorname, nur der Nachname. Das macht EndNote Ihnen automatisch, aber nur wenn Sie EndNote diese Form hier geben. Nachname, Komma, Leerzeichen, Vorname. In jedem anderen Fall, jetzt füge ich mal mich ganz frech dazu. Warum bin ich jetzt hier rot angezeigt? Rot heißt nicht falsch, rot heißt neu. Also Gauss Wilhelm, der ist schwarz. Und wenn ich jetzt den mit seinem zweiten Vornamen, wenn er einen hätte, angebe, dann wird der rot, damit ich merke, aha, neu. Habe ich den nicht schon mal gehabt? Ich habe den irgendwie anders angesetzt. Also das heißt rot. Jetzt, wenn ich mich in meiner normalsprachlichen, natürlich sprachlichen Form ansetze, also Vorname, Nachname, dann probiert EndNote mir noch zu helfen. Das geht aber meistens eher schief. EndNote sagt jetzt nämlich, okay, ich sehe hier nirgendwo ein Komma. Wahrscheinlich ist das Ding hinten der Nachname. Rät es. Das ist schön und gut. Manchmal klappt es und das dreht es dann um in Word. Nur, wenn ich jetzt aus dem spanischsprachigen Land komme und ich habe zwei Nachnamen. So, Guto González. Dann geht es schon nicht mehr. Jetzt denkt EndNote, okay, das Ding ganz hinten, das ist ein Nachname, González. Oder wenn ich jetzt halt, ich habe sowas wie Da Silva oder von der Leyen oder ich habe auch mehrere Vornamen. Das ist alles jetzt hier nicht mehr sauber. Es wäre sauber, wenn ich diese Form Nachname, Vorname einhalte. Dann mache ich Guto González, Komma, Timo. Und jetzt habe ich noch 13 Vornamen, die alle furchtbar sind und was weiß ich. Funktioniert trotzdem. EndNote weiß, das hier ist ein Nachname vor dem Komma, darf ich nicht anfassen. Das hier ist ein Vorname, die darf ich abkürzen oder weglassen, je nach Zitierstil. Wenn Sie hier drin einen institutionellen Verfasser haben, sowas wie die Bundesagentur für Arbeit,
dann begeht EndNote hier den gleichen Fehler. Also es versucht Ihnen zu helfen. Es ist eigentlich recht freundlich und es denkt jetzt, ah, okay, nirgendwo ein Komma. Arbeit wird wohl der Nachname sein. Das ist in dem Fall halt sehr falsch. Dann steht in Ihrer Fußnote nachher nur noch Arbeit. Oder wenn die Vornamen abgekürzt werden, Arbeit B.F. Das sieht falsch aus. Sie nutzen jetzt diesen Komma-Trick, den Sie gerade schon gelernt haben. Sie machen am Ende ein Komma, weil jetzt weiß EndNote, aha, alles vor dem Komma ist der Nachname, darf ich nicht anfassen, spucke ich genauso aus. Und alles nach dem Komma wäre der Vorname. Ah, da kommt ja gar nichts. Okay, dann weiß EndNote jetzt, ah, okay, ist dieses Komma, das bei Institutionen mir zeigen soll, dass die zusammengeschrieben werden, dann lässt es dieses Komma auch weg. Also in Ihrer Fußnote steht jetzt hier kein Komma mehr. Da steht nur noch Bundesagentur für Arbeit, so wie es sein soll. Okay, also Nachname, Komma, Leerzeichen, Vorname, habe jetzt lange drüber geredet. Dann mehrere Leute in mehreren Zeilen, sehen wir hier schön, also immer Enter drücken, den nächsten, weil wenn hier eben drei sind, dann weiß EndNote, okay, drei Zeilen, drei Typen. Wenn ich dann in dem Stil eine Vorgabe habe, sowas wie maximal zwei Personen nennen, ansonsten abkürzen mit UA oder et al., dann macht EndNote das jetzt automatisch, weil es weiß, drei Zeilen, drei Leute. Wenn Sie die Leute hier oben einfach so reinschreiben und so weiter, dann weiß EndNote gar nicht mehr, was los ist und spuckt es genauso aus. Und dann sieht Ihre Fußnote aus wie Ihr Literaturverzeichnis und meistens wollen es die Stile anders. So. Okay. Eine Sache noch. Was ist mit akademischen Titeln? Was ist, wenn es jetzt beides Professor Doktoren wären? Oder nur der Muche jetzt? Kommt es hier rein? Nee. Niemals. Müssen Sie weglassen. Selbst wenn Sie Ihre eigene Lehrkraft zitieren und die Lehrkraft ist stolz auf Ihren Titel, Sie müssen das Ding hier weglassen. Immer. Es wäre falsch, wenn Sie sowas hier reinschreiben. Keine Titel. Auch kein Dr. Med, kein gar nichts. Nur die reinen Namen. Dann gehen wir weiter. Dieses Feld Autor, jetzt noch kurz, das ist nicht nur Autor bei Buch. Sie haben jetzt gerade eben für alle Datensätze alle Personenfelder gelernt. Sie können jetzt auch Herausgeber angeben. Sie können jetzt nicht nur für Buch, auch für Journal Article das machen. Sie haben jetzt gerade den Großteil schon hinter sich. Jetzt haben wir das Feld Year, da kommt unser Jahr vom Buch rein. Dann haben wir das Feld Title, da kommt Titel und Untertitel rein. Und Sie müssen sich dann hier, so wie ich, entscheiden, wie machen Sie die Trennung zwischen Titel und Untertitel. Ich habe mich jetzt hier entschieden für einen Doppelpunkt und groß weiterschreiben. Im Endeffekt ist es relativ egal, wenn Ihre Lehrkraft da nichts Besonderes von Ihnen möchte. Gucken Sie einfach, dass Sie da am Ende von Ihrem Dokument nochmal vielleicht alles angucken, ob Sie es immer einheitlich gemacht haben. Es wäre blöd, wenn Sie einmal hier einen Doppelpunkt haben, beim nächsten Mal ist es ein Punkt, beim nächsten Mal ist es ein Spiegelstrich. Machen Sie es einheitlich, bitte. Dann haben wir den Verlagsort, der steht bei Place Published drin, das wäre Stuttgart. Wenn jetzt in dem Buch mehrere Orte stehen, dann empfehle ich Ihnen, nehmen Sie nur einen, weil das ist dann der Hauptsitz, alles andere wären Zweigstellen. Also Sie kriegen, wenn jetzt die Stuttgarter hier irgendwann eine Zweigstelle aufmachen und die ist dann in Chicago, dann freuen die sich natürlich, weil international, dann schreiben die ab da in jedes Buch rein, Stuttgart, Chicago. Stuttgart ist der Hauptsitz. Sie schreiben hier Stuttgart rein. Fertig. Bei Publisher haben Sie den Verlag. Der Verlag ist manchmal im Buch nicht so angegeben mit Schattauer, sondern Schattauer Verlag oder Schattauer Verl oder Verlag Schattauer GmbH oder wie auch immer. Sie dürfen auf diesen Eigennamen reduzieren, müssen aber nicht. Sie dürfen jetzt genauso gut schreiben Schattauer Verlag. Aber die Art und Weise, die Sie sich hier angewöhnen, die müssen Sie wieder durchziehen. Sie können jetzt nicht sagen, okay, bei dem Buch schreibe ich Schattauer und bei dem nächsten Buch schreibe ich Springer Verlag. Sie müssen dann auch Springer schreiben und Campus und alles mögliche andere. Und das Weglassen von diesem Verlag geht natürlich nur, wenn es Sinn gibt noch. Also beim deutschen Taschenbuchverlag, da kann man wenig weglassen, ohne dass es nachher falsch wäre. So, und jetzt haben wir hier noch unten das Feld Edition. Da kommt die Auflage rein, und zwar die nackte Zahl und auch nur, wenn es nicht die erste Auflage ist. Die erste Auflage wird nie genannt, weil meistens haben Bücher nur eine Auflage und dann kommen sie nie wieder und dann hat man sich geeinigt, ja, erste Auflage wird nicht erwähnt, ab der zweiten nennt man es zur Unterscheidung. Sie tragen hier die nackte Zahl ein und gucken, ob das dann nachher in Word passt. Bei mir in Word hat das nachher gepasst. Da stand hier unten dann nachher dran, wenn ich jetzt nochmal was zitiere, kleinen Moment, Störung ADF,
Und jetzt füge ich mal noch den Gauss ein. Wir machen nachher noch langsamer, wie man da was einfügt. So, hier unten steht das zweite Auflage. Das erscheint automatisch. Die meisten Zitierstile machen das so. Es gibt aber auch Zitierstile, bei denen passt das noch nicht. Zum Beispiel Turabian. Da sehen Sie hier jetzt ein 2ED. Warum passt das jetzt noch nicht? Warum ist hier kein Punkt? Weil Turabian von Ihnen möchte, dass Sie diese hochgestellten Numeral, dass Sie dieses ND hier mit eintragen. Das macht N noch nicht automatisch. Also wenn Sie Turabian benutzen müssten, dann müssten Sie hier mal reinschreiben 2ND, 1ST, also First, Second, Third und so weiter. Und das war's. Und Sie sehen hier noch einen brutalen Haufen an Feldern, die jetzt leer sind. Das möchte ich Ihnen angewöhnen. Sie brauchen hier nicht alles befüllen. Befüllen Sie bitte nur die Felder, die ich Ihnen in diesem Dokument, das eben diesem Video anhängt, genannt habe. Und bei Book wäre das Author Year Title, Place Published, Publisher Edition. Jedes Feld, das Sie darüber hinaus befüllen, zum Beispiel jetzt hier Number of Pages, wie dick ist dieses Buch? Oder ISBN, was ist die ISBN von dem Buch? Die tauchen nachher nicht auf in Word. Der Zitierstil entscheidet, was in Ihrem Word-Dokument verwendet wird. Und meistens, allermeistens, sind es eben die Sachen, Entschuldigung, die ich Ihnen hier genannt habe. Alles drüber hinaus können Sie zwar ausfüllen, aber es bringt Ihnen nichts. Sie können hier was reinschreiben, aber es taucht nie in Word auf, weil das Feld für diesen Stil egal ist. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie sie mal reinschreiben, dann den Datensatz hier schließen und damit abspeichern. Kann man hier auf Yes klicken, dann ist der gespeichert. Und dann können Sie ja testen, ob Ihr neues Feld in Word auftaucht nach einem kurzen Update hier. Und wenn es nicht auftaucht, wissen Sie, nee, mein Zitierstil nimmt dieses Feld gar nicht. Gut, gerade eben zum Speichern, wenn ich hier was geändert habe und dann abspeichere, ich empfehle Ihnen, dass Sie diesen Haken hier nicht setzen, weil wenn Sie den setzen, kommt dieses Feld nicht mehr und alles, was Sie verlassen, speichern Sie automatisch. Jetzt hier mit diesem Dialog habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, nee, nicht speichern, ich habe Mist gebaut, also nicht speichern, bin ich auch draußen. Gut, das wäre das Buch. Jetzt gucken wir uns das andere Buch an, dieses nicht normale Buch, das Sammelwerk. Was ist der Unterschied? So, wir haben hier ein Sammelwerk. Und bei diesem Buch ist jetzt so, Sie sehen schon auf dem Cover, erstmal Herausgeberinnen, schon ganz gutes Anzeichen dafür, aber darum geht's nicht. Sie schlagen ein Buch auf und gucken in das Inhaltsverzeichnis, da sehen Sie das meistens schon. Sie sehen hier irgendwie, dass jedes Kapitel von anderen Leuten geschrieben worden ist. Darum geht's. Sie haben hier nicht ein Buch, nicht ein Werk. Sie haben hier eine Sammlung von Aufsätzen von verschiedenen Leuten. Das heißt, es wäre falsch, wenn Sie in diesem, gucken wir uns nochmal das Cover an, es wäre falsch, wenn in Ihrer Fußnote nachher steht Dreifürst und Sennewald, Seite 50. Das wäre einfach falsch, bei jedem Zitierstil. Was da stehen muss, ist, so jetzt Seite 50 wäre der Artikel von Flower und Hayes. Okay, wird hier ein bisschen abgeschnitten, aber es wäre eben, hier schreiben als kognitiver Prozess eine Theorie von Flower und von Hayes. Dann steht in Ihrer Fußnote Flower und Hayes. Und dann steht im Literaturverzeichnis Flower und Hayes mit diesem und jedem Aufsatz in diesem und jedem Buch. So ähnlich wie bei einem Zeitschriftenaufsatz. Da heißt es ja auch, der Aufsatz in dieser Zeitschrift. Stellen Sie sich dieses Ding hier nicht als Buch vor, sondern als dickes Zeitschriftenheft, wenn Sie mögen. Und man muss jetzt eben für jeden einzelnen Aufsatz eintragen, diese Daten. Das heißt, ich benutze 5 Aufsätze aus diesem Buch, dann brauche ich 5 verschiedene Sachen hier drinne. Hier wäre jetzt schon die Flower und der Hayes, den klicke ich jetzt mal an, Doppelklick. Und dann sehen wir jetzt hier einen relativ langen Datensatz, aber keine Angst, den müssen Sie nur einmal machen. Ich zeige Ihnen danach, wie Sie sonst klarkommen. Reference Type, also die Art von Datensatz in der EndNote-Welt, ist jetzt hier Book Section, nicht mehr Book, sondern Book Section, weil Book Section uns andere Felder gibt. Wir haben jetzt hier zum einen, klar, wieder die Autoren, das sind die Aufsatzautoren. Dann haben wir Jahr und Titel vom Aufsatz. Aber dann haben wir auch so Sachen wie Book Title.
Also wenn Sie jetzt hier aus Versehen bei Titel eingetragen haben, wie das Buch heißt, zwei Felder später merken Sie, ah nee, hier kommt der Buchtitel rein, mit Titel hier ist der Aufsatz gemeint. Wir haben die Herausgeberinnen von dem Werk, wir haben wieder den Verlagsort und den Verlag, gleich wie vorher beim Buch, nur dass wir jetzt noch neu haben, die Seiten. Die Seiten, wo dieser Aufsatz abgedruckt ist, von Startseite bis Endseite. Also 35 minus 56 heißt, geht los bei 35, hört auf bei 56. Das kann man alles in diesem Buch hier ablesen. Das steht ja hier drin. Da stehen genau die Leute drin, der Aufsatztitel und dann noch die Seiten von wo bis wo. Bei einem etwas schlampig gemachten Sammelwerk sehen Sie es im Inhaltsverzeichnis noch nicht. Da müssen Sie zum einzelnen Kapitel springen, um zu gucken, wer hat das jetzt geschrieben und von wo bis wo geht das. So. Schauen wir uns mal an in diesem Dokument, was für Felder nötig sind. Damit Sie nochmal das sehen, das ist immer das Gleiche. Wir haben hier Autor, Jahr, Title, Editor, Book Title und Place Published, Publisher, Auflage, falls wir haben, also die Edition und die Pages. Ist ein sehr langer Datensatz, ist der längste Datensatz, den man in EndNote machen muss, aber ich zeige Ihnen jetzt einen Trick, wenn Sie mehrere brauchen aus einem Buch. Sie machen den ersten fertig. So, der wäre jetzt hier. Und dann noch bevor Sie den benutzen, kopieren Sie den. Das heißt, Sie machen Steuerung C an einem PC. Also wenn Sie an einem PC sind, machen Sie Steuerung C. Und wenn Sie an einem Mac sind, machen Sie Command C. Und dann machen Sie, wenn Sie am PC sind, Steuerung V. Und wenn Sie an einem Mac sind, machen Sie Command V. Und jetzt haben Sie den zweimal. So, jetzt wissen Sie nicht, welches das Original war. Deswegen machen Sie das, bevor Sie den im Text verwenden. Weil jetzt können Sie hier sagen, bei Autor, da schreibe ich jetzt irgendwas rein, Vorlage zum Beispiel. Und bei Titel, da mache ich nichts Sinnvolles rein, ein paar X's. Und bei Pages mache ich auch ein paar X's rein. Was soll das Ganze? Jetzt haben Sie eine Vorlage für den nächsten Aufsatz. Und die können Sie jetzt wieder duplizieren, so wie gerade eben. Jetzt sagen wir, wir brauchen insgesamt vier Aufsätze. Jetzt haben Sie hier drin drei leere Vorlagen. Und Sie brauchen nur noch hier den Autor ändern, den Titel vom Aufsatz ändern und die Seiten ändern. Die ganzen anderen Daten bleiben ja gleich. Das sind ja die Daten vom Buch. Nur wirklich wichtig, machen Sie das, bevor Sie den ersten richtigen verwenden, weil wenn Sie den schon im Text verwenden und Sie ändern aus Versehen den hier zu der Vorlage ab, dann müssen Sie halt zurückarbeiten. Weil der wird ja dann sonst falsch in Ihrem Word-Dokument. Also die drei lösche ich jetzt hier wieder. Ich markiere den und sage entfernen. Und jetzt haben wir die beiden Bücher gerade eben gesehen. Dann fehlt uns jetzt noch der Zeitschriftenaufsatz und das Internetdokument. Zeitschriftenaufsatz habe ich jetzt gerade eben schon angeklickt, den öffne ich direkt mal. Und wir sehen hier drin, Moment, ich nehme kurz einen Schluck. Sehr gut, das ist nämlich eine ungeschnittene Aufnahme in einem Stück und mein Mund wird trocken. Wir haben hier drin bei dem Zeitschriftenaufsatz den Reference Type Journal Article. Den muss man hier also auswählen. Man hat hier jetzt wieder einen Autor von dem Aufsatz, ein Jahr von dem Aufsatz, einen Titel von dem Aufsatz. Und jetzt kommen noch ein paar Felder, wo der zu finden ist, nämlich in dieser und in der Zeitschrift, in diesem Fall im Entrepreneurship Research Journal. Hier bitte keine komischen Abkürzungen, also nicht ERJ schreiben, nur weil Sie das irgendwo so in der Kurzzitierweise gesehen haben, schreiben Sie die Journals aus. Dann Volume 4, Issue 2, Pages 237 bis 260. Ich erkläre das jetzt kurz anders herum. Pages ist Ihnen relativ klar, denke ich, also wieder Startseite bis Endseite. Dann Issue ist das Heft, also 2014, da gibt es eben vielleicht 6 Hefte oder 12 Hefte, je nachdem. Und das wäre eben Heft 2 von 2014. Was ist jetzt dann aber Volume? Volume ist im Deutschen der Jahrgang. Und Jahrgang, jetzt gehe ich nochmal in dieses Handout rein, hier, Volume, Jahrgang, nicht immer vorhanden. Der Jahrgang sagt, wie alt die Zeitschrift ist. Das heißt, Volume 4 bedeutet, die Zeitschrift gibt es seit 4 Jahren. 2011 war ihr erster Jahrgang, 2012 ihr zweiter Jahrgang und so weiter und so fort. Und 2014 war ihr vierter Jahrgang. Wenn die Zeitschrift das jetzt nicht angibt, sowas, weil die das selber nicht zählt, weil die das nicht möchte,
dann müssen Sie jetzt nicht irgendwie künstlich hochrechnen, wie alt die Zeitschrift wäre. Entschuldigung. Sie müssen dann gar nichts machen. Sie brauchen gar nichts machen. Sie lassen das Feld dann leer. Wenn die Zeitschrift das aber zählt, müssen Sie es befüllen. Das heißt, dieses Feld ist optional, aber nicht von Ihrer Seite, sondern von der Zeitschrift aus. Die zählt es, Sie geben es an. Die zählt es nicht, Sie machen nichts. So, das war der Zeitschriftenaufsatz. Möchte ich speichern? Ja. Und das Letzte, was wir noch haben, ist das Internetdokument. Und davor haben die Leute generell am meisten Angst, weil sie halt nicht wissen, wie es aussehen soll. Machen wir es mal auf und Sie sehen gleich, dass das Ding furchtbar leer aussieht, was eigentlich gut ist. Sie haben wenig Arbeit hier drin. Also, was haben wir hier drin? Wir haben ausgewählt Reference Type Web Page. Das wäre unser Internetdokument. Da drin haben wir jetzt folgende fünf Felder. Ich nenne erst kurz die Felder und dann besprechen wir die. Autor bei Author. Year, das wäre unser Jahr. Title. Dann haben wir Access Date, Zugriffsdatum. Und wir haben sehr weit unten, ich weiß nicht warum, die URL erst. Also, fangen wir unten an. Die URL, die kopieren Sie raus aus Ihrem Browser. Klar. Bitte nichts weglassen, also nicht das HTTP vorne weglassen oder HTTPS. Alles gehört zur URL. Einfach kopieren, hier einfügen. Dann Access Date. Wann haben Sie das aufgerufen? Da tragen Sie ehrlich Ihr Datum ein und am Ende Ihrer Arbeit prüfen Sie nochmal alle URLs und wenn die dann noch gültig sind, dann tragen Sie Ihr neues Datum ein. Prüfen Sie wirklich an dem Tag, wo Sie sie eintragen. Dann Title, Year und Author. Diese drei Sachen hatten wir auch immer bei allen anderen Datensätzen und da waren die eigentlich nie fraglich. Beim Internetdokument kann es sein, dass Ihnen hier jetzt mal fehlt. Bitte tragen Sie trotzdem immer was ein. Diese drei Felder dürfen nie leer bleiben, bei keinem Datensatz. Weil die werden auch benutzt, um Ihr Literaturverzeichnis alphabetisch zu sortieren. Das geht immer nach Autor, Jahr, Titel, also im Regelfall. Und im Text selber wird oft der Autor und das Jahr benutzt für den Kurzbeleg, in der Klammer nach Harvard oder in der Fußnote. Sie brauchen hier drin Sachen. Titel gibt's noch meistens. Dann nehmen Sie die Überschrift 1 von der jeweiligen Seite. Wenn es jetzt aber keine gibt, wenn Sie eine Facebook-Seite mit einer anderen Facebook-Seite vergleichen, dann dürfen Sie einen Namen vergeben. Dann schreiben Sie halt Daimler AG und Facebook-Seite oder Facebook-Präsenz oder Facebook-Auftritt. Also es ist wirklich sehr egal, aber Sie müssen es dann einheitlich handhaben. Als nächstes das Jahr. Wenn Sie hier eins haben, wunderbar. Also Sie sehen bei dem Facebook-Post, okay, bei der Facebook-Seite der neueste Post ist von 2018, dann machen Sie 2018. Diese Seite ist aktuell. Wenn Sie nichts rausfinden, dann schreiben Sie O.J. Ob jetzt hier zwischen dem O und dem J ein Leerzeichen steht, das ist Geschmackssache. Ihr Dozent hat da vielleicht eine Meinung. Ich persönlich habe jetzt das Leerzeichen reingemacht. Und dann haben wir jetzt noch Autor. Da, Sie sehen hier wieder dieses Komma am Ende. Warum war das Komma nochmal da? Weil ansonsten dieses AG als Nachname von EndNote interpretiert wird. Also brauchen wir das Komma, um zu sagen, ja, alles vor dem Komma ist ein Nachname. Und danach käme der Vorname. Wir haben aber gar keinen. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es jetzt hier darum, dass ich bei Autor eine Institution eingetragen habe. Und jetzt kommt hier das große Problem, was Sie bei Internetdokumenten manchmal haben. Was ist, wenn Sie jetzt einen Autor haben und eine Institution? Was ist, wenn Sie bei über uns jetzt einen Webredakteur haben nebendran, also der macht halt die Internetseite irgendwie und der heißt halt irgendwie, sagen wir der, der heißt Haching Dieter und der wäre der Webredakteur, dann tragen Sie den. Und das wäre eben der Fehler jetzt. Dann tragen Sie den immer fröhlich bei Autor ein und dann denken Sie jetzt, okay, dann mache ich noch bei Publisher, trage ich jetzt noch Daimler ein. Nee. Oder vielleicht dann bei Serious Editor. Nee. Sie haben nur ein Feld, um einen Verantwortlichen anzugeben. Und das Feld ist Author. Und da tragen Sie eben entweder den Autor wirklich ein, den Mensch, oder Sie tragen die Institution ein. Sie müssen sich hier entscheiden.
Wenn es jetzt ein Blog-Eintrag ist von dem Haching und er hat da wirklich intellektuellen Input geleistet und es war sein Ding, der äußert sich da irgendwie mit seiner Fachkenntnis, dann mache ich da den Haching. Wenn der jetzt aber nur im Auftrag von der Daimler AG eine Über-uns-Seite bastelt, dann ist es die Daimler AG. Und wenn ich den nur irgendwo ganz unten im Impressum als Webredakteur finde, dann ist es erst recht die Daimler AG. Sie müssen sich hier entscheiden. Manchmal fällt es schwer. Es gibt auch da unterschiedliche Präferenzen von den Lehrkräften, wie stark man sich noch auf den Autor beziehen soll. Ich persönlich finde die Angabe Daimler oft sinnvoller, weil sie dann in der Fußnote halt stehen haben, Daimler. Das sagt den Leuten was. Wenn da jetzt steht Haching, das sagt niemand was. Die müssen dann ins Literaturverzeichnis, dann sehen sie, ah, okay, das ist irgendwie der Pressesprecher von Daimler. Daimler hätte hier mehr ausgesagt. Okay. Also, das wäre ein Internetdokument, eine Webpage. Die fünf Felder, die wir jetzt hier gerade durchgesprochen haben, bis runter zur URL, die haben Sie. Alle anderen, die Sie ausfüllen, wie vorhin schon, werden von den Zitierstilen wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ignoriert und tauchen nicht auf. Möchte ich das speichern? Ja. So, das wären die vier. Die hätte man jetzt alle erzeugen können mit diesem Klick auf New Reference oder hier oben References, New Reference. Das geht auch. Und dann kriegt man immer eine leere. So hier, da ist vorangestellt Journal Article. Und da wählt man jetzt aus, was man haben möchte. Also Sie sehen, wir wechseln jetzt rüber von wie sieht der Datensatz richtig aus zu wie kriege ich den jetzt eigentlich rein. So, Sie wählen jetzt hier also Book aus, wenn Sie ein Buch anlegen und füllen die Felder aus, wie Sie es gerade gelernt haben. Und dann nach dem zweiten, dritten sagen Sie sich, das ist jetzt irgendwie jedes Mal schon ein bisschen lästig, wenn ich das von Hand eingeben muss. Geht es auch anders? Ja, Sie können die ganzen Datensätze hier auch importieren. Zumindest die meisten. Also Internetdokumente geben Sie meist von Hand ein, da finden Sie wenig zum Import. Aber Bücher und Zeitschriftenartikel, das ja. Und das zeige ich Ihnen jetzt, wie das immer gehen wird. Und dafür gehe ich mal ins Internet, in eine freie Suchmaschine, in dem Fall jetzt auf Google Scholar, auf die wissenschaftliche Suchmaschine von Google. Und da drin suche ich jetzt mal ja, den Blimel nochmal. Man kann hier drin nach Zeitschriftenartikeln, nach Büchern, nach Buchaufsätzen, also Beiträgen in Sammelwerken suchen. Also alles bis auf Internetdokumente finden Sie eigentlich hier. Oder haben die Chance, es hier zu finden. Ob es dann wirklich auftaucht, ist noch eine andere Sache. Google Scholar hat jetzt nicht alles. Genauso wenig wie Google alles hat, was im Internet wäre. Aber wir haben jetzt hier den Treffer. Das wäre eben dieser Artikel, den ich vorhin schon zitiert habe. Und gewöhnen Sie sich jetzt hier in den Online-Suchmaschinen an, dass Sie die Anspruchshaltung haben, ja, irgendwo gibt es einen Knopf, wo ich jetzt das haben kann. Wie geht es hier bei Google Scholar mit diesem Zitieren-Knopf, diesen Anführungszeichen? Da klicken Sie drauf. Dann kommen hier drei Zitiervorschläge, die brauchen Sie nicht, weil Sie arbeiten ja nicht von Hand. Sie haben hier unten vier Austauschformate, vier Download-Formate, wie Sie es runterladen können. Jetzt steht hier schon EndNote. Wenn Sie sich unsicher sind, ob was davon geht, dann probieren Sie es einfach aus, weil Sie laden in jedem Fall hier nur eine Textdatei runter und diese Textdatei können Sie dann öffnen mit EndNote. Also ich klicke das jetzt hier mal an. Dann sage ich, ich könnte es hier an einem Windows-Rechner direkt öffnen mit, aber ich speichere es jetzt mal ab. Und zwar aufs Desktop, weil dann kann ich gleich noch was zeigen. Oder ja, normal legt man es in die Downloads rein, also machen wir es in die Downloads rein. So. Und jetzt muss ich diese Datei hier, ja eigentlich nur noch öffnen mit EndNote. Und wir machen jetzt einen Unterschied zwischen Mac-Nutzern und PC-Nutzern. Weil es geht ab jetzt unterschiedlich. Ich mache jetzt zuerst PC, weil den habe ich hier. Bei einem PC können Sie die Datei entweder direkt anklicken, wenn Ihr PC merkt, ja, die geht mit EndNote auf, dann können man die anklicken. Oder wenn das eben nicht weiß, dann öffnen Sie den entsprechenden Ordner, also jetzt bin ich hier bei Downloads, und sagen Rechtsklick, öffnen mit EndNote. Sie können hier jetzt auch sagen, andere App. Und da können Sie nämlich hier den Klick machen, immer diese App verwenden. Und dann müssen Sie nur einmal hier EndNote auswählen. Und dann kommt der. So, hier ist der. Ist jetzt drin. Warum sehe ich nur noch einen? Weil ich bei Imported References bin. Bei All wäre er auch mit drin. Er hat hier jetzt diesen ungelesen Schalter, den man umlegen kann. So würde es am PC gehen, unter Windows. Wenn Sie jetzt einen Mac haben,
dann geht es leicht anders, und das kann ich jetzt hier nur simulieren, weil ich habe keinen Mac gerade eben. Aber bitte tun Sie Folgendes. Sie gehen in Ihre Downloads, die sind bei Ihnen ja meistens so unten rechts, da können Sie draufklicken oder wo auch immer Sie Ihre Taskleiste haben. Und dann packen Sie diese Datei, so wie ich meine jetzt hier packe, und dann ziehen Sie diese Datei per Drag and Drop auf das Symbol in Ihre Taskleiste. Auf das Symbol. Wirklich, nur auf das Symbol. Nicht in EndNote selber. Das klappt nicht. Sie müssen es auf das Symbol ziehen. Also nochmal. Sie packen die runtergeladene Datei und ziehen es auf das EndNote-Symbol und lassen es dann los. Vielleicht kommt jetzt noch ein Zwischendialog, wo nach einer Ordnerstruktur gefragt wird. Das ist EndNote, das fragt, okay, in welche EndNote-Library muss ich es jetzt einfügen? Da müssen Sie nochmal Ihre EndNote-Library anwählen. Heißt, Sie müssen annavigieren zu diesem Ort, wo Ihre EndNote-Library liegt. Diese ENL-Datei, diese EndNote-Library müssen Sie anwählen, müssen sagen, ja, öffnen. Diese ist es, da soll es rein. Und dann fügt Ihnen Ihr EndNote den auch hier ein. Wenn Sie das irgendwie anders machen wollen, ich sage nicht, dass es gar nicht geht, aber ich sage, dass dieser Weg der einfachste ist. Sie können EndNote sehr schwer an Ihrem Mac als Standardprogramm einrichten für diese Dateien, also dieser Doppelklick und dann öffnen mit EndNote. Das kriegen Sie nicht hin, weil Sie nicht aus dem Apple Store das EndNote bezogen haben. Also wenn Sie es hinkriegen wollen, Sie können gerne rumspielen, aber ich sage Ihnen, auf die Taskleiste, auf das Symbol ziehen, ist das Leichteste. Gut, jetzt haben wir sowohl an dem PC als auch an dem Mac den Datensatz drin. Und das Gefährlichste, was wir jetzt machen könnten, ist zu glauben, ja, der passt. Sie dürfen nicht glauben, dass der passt. Sie müssen den jetzt aufmachen und Sie müssen den, so wie wir es vorher gelernt haben, kontrollieren, ob der passt oder ob hier irgendwas schiefgelaufen ist. Und wir sehen hier jetzt gerade eben, da ist was schiefgelaufen. Sehen Sie hier oben, Blimel Martin J. und dann dieses komische Zeichen da, Entrepreneurship Research Journal. Was hat es hier zu suchen? Gar nichts. Es ist falsch. Was ist passiert? Die Datei, diese Datei, die wir runtergeladen haben, die mache ich jetzt mal auf mit einem Editor einfach, mit einem Texteditor. Die sieht ganz schmal aus. Die hat nur hier jetzt irgendwelche 10 Zeilen. Bei jeder Zeile steht vorne dran, was drinsteckt. Also Prozent V heißt eben Volume, Prozent J heißt eben Journal. Und irgendwie hat EndNote nicht richtig verstanden, dass dieses J für das Journal steht. Okay, was machen wir jetzt? Wir müssen es rausnehmen. Das heißt, Sie tun es eben hier löschen oder ausschneiden. Dem fehlt übrigens hier noch ein Punkt. Und dann tragen Sie hier das ein. Mir wird es jetzt schon vorgeschlagen, weil ich schon mal in meinem Projekt hatte. Fertig. Alles andere gucken Sie auch noch durch. Stimmt es? Ja, nein. Wenn nein, dann ändern. Und am Ende sagen Sie speichern. Ja. Jetzt haben Sie den fertig. Ich persönlich, will den jetzt hier eigentlich nicht haben. Ich hatte den ja schon. Welchen von beiden hatte ich jetzt schon? Ich weiß es nicht. Deswegen, Dubletten sind nie schön. Welchen haben Sie jetzt in Word benutzt? Jetzt lösche ich mal ein. Das heißt, ich klicke den einfach nur an und sage entfernen. So, jetzt ist der weg. Habe ich den in Word schon benutzt? Update? Weiß ich nicht. Sehe ich nicht so einfach. Ich müsste jetzt den verbleibenden ändern. So, Blime. Speichern. Update. Okay, ja, ich habe den richtigen erwischt. Er hätte jetzt auch den falschen löschen können. Also, Dubletten sind nie schön. So. Okay, so kriegen wir Sachen aus Google Scholar rein. Gibt's noch was? Kriege ich noch wo die Sachen her, wie hier bei diesem Knopf? Ja, fast überall. Vor allem in den großen Fachdatenbanken, wenn Sie da unterwegs sind, gewöhnen Sie sich an zu gucken, gibt es irgendwo einen Export-Aktionsknopf. Ich zeige Ihnen das. Wir gehen auf Bibliothek auf der HNU-Seite und dann auf die Datenbanken. Und da drin gehen wir auf die Top-Datenbanken der Wirtschaftswissenschaften. Hier nehmen wir jetzt gleich mal die erste. Das ist eine sehr große englischsprachige Wirtschaftsdatenbank, die ABI. Die größte englischsprachige, die wir haben. Und wenn Sie jetzt hier drin was suchen, ich suche jetzt mal was, Risk Management. Ich mache hier Anführungszeichen drumherum, damit er nach Risk Management sucht. Nicht nach Risk irgendwo und Management irgendwo. Enter. So, jetzt kriege ich hier einen Haufen Treffer, also immer noch 250.000. Aber jetzt tun wir kurz so, als wären die alle gut. Oder ein paar. Und ich will jetzt diese drei haben. Den und den mag ich haben.
gewöhnen Sie sich an, dass Sie jetzt hier einfach schauen, gibt es irgendwo einen Export. Und in dem Fall, oder nicht in dem Fall, der Export ist immer in der Aktionsleiste. Was ist eine Aktionsleiste? Das da. Zitieren, E-Mail, drucken, speichern. Das sind meine Aktionen. Das kann ich machen mit den Datensätzen. Und dann muss ich jetzt ein bisschen rumprobieren, muss auf die Sachen draufklicken, ein bisschen probieren. Dann merke ich am Ende, ja, bei Speichern steht dran, LIS funktioniert mit EndNote, Citavi und so weiter. Okay, da ist der Knopf für diese Datenbank. Klicke ich drauf, fortfahren und dann bereitet diese Datenbank mir jetzt ein Textdokument vor, das ich runterladen kann. So, also Sie möchten folgende Datei. Ja, ich möchte die wieder speichern in meine Downloads. Gucken wir uns das mal an. So, das wäre jetzt diese Datei hier gerade eben gewesen. Rechtsklick, öffnen mit und zwar EndNote, und zwar immer. Beziehungsweise, wenn Sie jetzt wieder Ihren Mac haben, dann nehmen Sie wieder Ihre Datei und Sie ziehen die wieder auf das Symbol auf Ihrer Taskleiste drauf. Okay, jetzt haben wir direkt bei Imported References 3 gefunden. Die müssen wir jetzt auch wieder angucken, ob die passen. Wirklich, gewöhnen Sie sich das an, die müssen nicht richtig sein. Sind alle Felder befüllt, die wir brauchen? Die übrigen, die auch voll sind, jetzt hier unten, da stehen noch irgendwie Keywords und Abstracts drin, taucht eh nachher nicht auf. Aber zum Beispiel hier, diese Gupta, da sind die Vornamen abgekürzt. Wenn Sie einen Zitierstil haben, der die Vornamen am Ende ausschreiben soll, im Literaturverzeichnis, dann müssen Sie jetzt hier rausfinden, wie der heißt, weil so kann das nicht stehen bleiben. Gucken Sie auch, ob das richtig erkannt wurde. Ist das wirklich ein Journal-Artikel? Oder ist hier vielleicht irgendwas anderes ausgewählt, was mein Zitierstil nicht kennt? Jetzt kontrollieren ist besser, als wenn Sie die nicht angucken und dann sind die irgendwann zu All References rübergerutscht und niemand weiß, ob Sie die noch irgendwann mal in der Hand gehabt haben oder nicht. Weil diese Schaltfläche, dass es ungelesen ist, dass es fett ist, das verschwindet, wenn man es einmal geöffnet hatte. Und jetzt sind sie quasi unsichtbar. Ich lösche die jetzt wieder, weil ich will die eigentlich nachher nicht verwenden. Ich will nur meine Beispiele benutzen. So. Also, vier Stück. Vier Datensätze, mit denen wir jetzt gleich weiterarbeiten. Eine Einfügeoption gibt es jetzt noch. Die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das wäre Trommelwirbel. Unser guter alter Bibliothekskatalog. Also auf der Homepage der Bibliothek rechts Bibliothekskatalog. Auch aus dem können Sie exportieren. Sie können hier drin irgendwas suchen. Und jetzt können Sie entweder den einzelnen Treffer exportieren oder auch schon, sagen wir, die Liste hier exportieren. Sie sagen jetzt, ja, da ist irgendwie Treffer 1 und 2 und 3 und 5 interessant. In dem Fall geht es ein bisschen anders. Sie haben jetzt hier auch wieder die Aktionsleiste und da ist auch dieses Speichern wieder. Aber in dem Fall müssen Sie einen Bereich auswählen. Also Treffer 1 bis 5 möchte ich jetzt exportieren. Für ja, RIS, für Citavi EndNote. Okay, wunderbar. Ausgabe in Voll- oder Kurzform. So viele Daten wie möglich. Es ist leichter, was zu löschen, als es nachher nachzutragen. Und dann klicken Sie auf Speichern. So, jetzt war das hier ein Pop-up und jetzt sagt hier Firefox, ah, das war ein Pop-up. Okay, Pop-ups erlauben für den Bibliothekskatalog. Jetzt kann ich es runterladen. Je nach Browser sagt Ihnen Ihr Browser, okay, da war ein Pop-up, willst du den erlauben? Wenn Sie mit Safari arbeiten, dann steht hier momentan sehr wenig. Also da kommt keine Nachricht. Sie merken nur, Sie klicken auf Speichern, da passiert nichts. Okay, ich will die jetzt eigentlich gerade. Na doch, öffnen wir die mal mit EndNote noch kurz, damit wir sehen, es klappt. So, Imported References, da sind jetzt die 5 und von denen wollte ich irgendwie nur 4, also lösche ich den einen. So, und dann müsste ich die halt auch wieder kontrollieren, weil warum haben die hier keine Autoren? Was ist da los? 2019, stimmt es? Alle anderen Felder eben, alles kontrollieren. Insbesondere das Feld Titel beinhaltet nur den Titel gerade eben. Im Bibliothekskatalog haben Sie meistens einen Titel und einen Untertitel. So, hier bei dem Buch, das ist der Titel, das ist der Untertitel. EndNote kennt aber nur das Feld Titel. Das heißt, EndNote greift sich nachher hier den Titel und das war's. Den Untertitel müssen Sie jetzt selber von Hand hier nachtragen. Also ein bisschen Arbeit haben Sie leider. Okay.
Jetzt nochmal zu diesem Speichern-Knopf gerade eben. Wenn Sie da draufklicken auf das Speichern, da passiert nichts. Dann erlaubt Ihr Browser nicht, dass dann Pop-up ist. Entweder können Sie den jetzt oben rechts meistens irgendwo erlauben, oder wenn Sie zum Beispiel mit Safari arbeiten, dann gehen Sie in die Einstellungen und dann auf Sicherheit und da können Sie die Pop-ups erlauben. Meistens momentan, also Safari fängt jetzt an, das einzeln für die einzelnen Webseiten zu machen, aber wenn Sie nicht das allerneueste Safari haben, dann können Sie Pop-ups nur global erlauben und das ist eigentlich keine gute Idee. Dann haben Sie einen Bibliothekskatalog und auf jeder nicht ganz seriösen Website auch dann 10.000 Pop-ups. Das wollen Sie nicht. Also suchen Sie sich aus, was Sie wollen. Pop-ups erlauben für den Bibliothekskatalog, wenn der Browser es erlaubt. Oder eben zu sagen, ja, dann nehme ich für diesen Fall einen anderen Browser oder ja, dann mache ich die Pop-ups global an den Safari und mache sie danach wieder aus. Oder ich lege die Bücher von Hand an. Gut. Also, wie gesagt, die muss man kontrollieren. Mache ich jetzt nicht. Ich lösche die wieder, weil ich möchte jetzt gleich in Word rüber gehen und nur mit guten Datensätzen arbeiten. Deswegen markiere ich die alle mit Steuerung, also oder Command und dann entfernen. So, die sind jetzt hier und jetzt könnte ich anfangen zu arbeiten. Jetzt könnte ich in Word rübergehen. Wie würde das aussehen? Ah, eine Sache noch, wie hänge ich dieses PDF dran? Nee, das habe ich gesagt. Also Rechtsklick, File Attachments, Attach File. Und das Schöne ist, das PDF wird rein kopiert in Ihr EndNote-Projekt. Sprich, Sie haben es in Ihrem Download-Ordner, Sie hängen es dran. Jetzt können Sie es löschen aus Ihrem Download-Ordner. Es hängt hier dran. Es bleibt Ihnen hier. Jedes Ding, das einen PDF hat, hat hier dann so ein Büroklammern-Symbol. So ran, so erkennen Sie es. Jetzt trinke ich nochmal. Okay, Entschuldigung. Also, wir wollen jetzt arbeiten in Word, so langsam. Wir haben unsere Datensätze, wir sind sicher, die sind gut. Was machen wir jetzt? Wir fragen unsere Lehrkraft, ob sie Fußnoten mag oder ob sie Fußnoten hasst. Das tun wir jetzt. Bevor Sie in Word anfangen können zu arbeiten, so hier ist ja mein Word-Dokument, müssen Sie wissen, ob Sie nachher Fußnoten haben oder nicht. Weil die Fußnote erzeugen Sie immer selber, wenn Sie einen Fußnotenstil haben. Die kommt von Word, die machen Sie selber. Und die geht nicht weg, wenn Sie nachher den Stil wechseln zu einem anderen, also zum Stil ohne Fußnoten. Wenn Sie anfangen, Fußnoten zu haben, haben Sie Fußnoten drin. Wenn Sie anfangen ohne Fußnoten, Entschuldigung, dann haben Sie keine Fußnoten drin. Und es ist mühselig, das nachher nochmal zu drehen. Also müssen Sie Ihre Lehrkraft fragen, und diese Aussage muss ja drin sein. Liebe Lehrkraft, Fußnoten ja, Fußnoten nein, oder ist es egal? Wenn es dann heißt, es ist egal, dann sind Sie frei. Und dann müssen Sie eben entscheiden. Weil wirklich, wenn Sie einmal damit anfangen und es dann nachher nochmal ändern müssen, die Art des Stils, es ist sehr viel Arbeit. Sie müssen jede Fußnote einzeln anfassen. Wenn Sie aber dann wissen, okay, es sind Fußnoten oder es sind nicht Fußnoten, dann fangen Sie an und Sie können innerhalb von dieser Art vom Stil jeden anderen Stil wählen. Ich kann von dem Fußnotenstil Turabian zum Fußnotenstil HNO Basic Fußnoten problemlos springen mit einem Klick. Gut. Wie kriegen Sie jetzt aber diesen HNO Basic hier rein? Ich schließe jetzt mal mein Word-Dokument kurz. Nicht speichern, nein. Ich will, dass es wieder leer ist. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Internetseite zeigen, wo Sie Zitierstile runterladen können. Nämlich unter HNU, Bibliothek, Zitieren, Zitierstile an der HNU. So, das braucht jetzt kurz. Jawohl. Hier drinne ist eine freiwillige Liste von den Lehrkräften. Und da steht eben drin, diese Lehrkraft will diesen Zitierstil oder diese Art von Zitierstil. Und wie kriege ich das in EndNote hin? Also wenn jetzt irgendwo hier drinne steht, ich weiß es nicht, hier, okay, da steht es, jeder Zitierstil ist möglich, dann dürfen Sie es sich frei aussuchen. Da steht drin, in Citavi kann man alle Stile nehmen und in EndNote kann man alle Stile nehmen. Jetzt könnt ihr aber genauso gut dran stehen. Empfohlene Zitierstile, also für deutsche Arbeiten das, für englische das. Und dann hier unten, wie kriege ich das in Citavi oder EndNote hin? In EndNote kann ich diese Zitierstile nehmen.
Also die APA 6th oder zur Arabian Bibliography oder Tyson. Und dann steht bei Tyson jetzt hier irgendwie einen Link dran. Muss manuell hinzugefügt werden. Anleitung. Und das Stichwort für die Fußnote geben Sie in den EndNote-Datensätzen in das Feld Short Title ein. Heißt, den Stil muss man erstmal runterladen, gemäß Anleitung. Folgen Sie der einfach, dann kriegen Sie das hin. Und man muss bei dem ein extra Feld befüllen, weil der Stil Tyson immer möchte, dass in der Fußnote noch ein Stichwort aus dem Titel kommt. Welches Wort vom Titel soll er nehmen? Das müssen Sie angeben, und zwar in dem Feld Short Title. Das gibt es bei jedem Datensatz. Machen wir den Gauss hier mal kurz auf. Rollen ein bisschen runter. Short Title. Jetzt habe ich es wahrscheinlich gerade übersehen. Doch, hier. Short Title, da ist der. Das könnte man da für Tyson eingeben. Das Buch heißt Medizinische Statistik, angewandte Biometrie für Ärzte und Gesundheitsberufe. Und ich gebe bei Short Title nur ein Statistik oder medizinische. Oder medizinische Statistik, also es muss jetzt nicht ein Wort sein, es kann auch ein Begriff sein. Jedenfalls, da lädt man den runter gemäß Anleitung, wenn der nicht eh schon drinne wäre. Und welche Zitierstile sind in EndNote noch nicht drinne? Alle deutschen. EndNote ist ein englisches Programm, das heißt, wenn Sie auf Deutsch schreiben werden, brauchen Sie einen deutschen Zitierstil. Und es gibt keinen einzigen in EndNote, den Sie nehmen können jetzt schon. Sie müssen einen runterladen. Und jetzt, wenn Ihre Lehrkraft hier nicht drin steht oder sagt, es ist egal, dann können Sie in der rechten Seite hier bei EndNote zusätzlich herunterladbare Stile nochmal durchgehen und gucken, welchen Sie jetzt hier am liebsten nehmen möchten. Zum Beispiel kann man sagen, ja, den HNU Basic Fußnoten, deutschsprachige Fußnotenstil mit Kurznachweisen, also kurzen, schlanken Fußnoten. Oder hier HNU Basic Harvard. Deutschsprecher im Textstil nach Harvard-Konvention. Harvard heißt nur, ich mache eine Klammer im Text und da steht Autor drin und das Jahr und die Seiten. Mehr heißt Harvard gar nicht. Ob da jetzt ein Komma zwischen Autor und Jahr ist, das ist dann wieder der Unterschied zwischen dem einen Harvard-Stil und dem nächsten Harvard-Stil. Okay. Also sagen wir, Sie hätten jetzt hier einen Stil runtergeladen, eben gemäß der bebilderten Anleitung, die hier hängt. Dann haben Sie in Word, mache ich mal mein Word-Dokument wieder auf, diesen Zitierstil zur Auswahl. So, hier oben ist mein EndNote X9-Reiter. Reden wir kurz über den Reiter. Was ist, wenn der Ihnen fehlt? Wenn Ihnen dieser Reiter fehlt, dann haben Sie möglicherweise ein zu neues Word oder ein zu altes Word oder nicht die neueste Version von EndNote. Dann updaten Sie bitte Ihr EndNote. Und ansonsten, wenn das nicht funktioniert, dann schauen Sie nach, woran es gerade eben liegt. Es ist immer so, wenn Microsoft eine neue Word-Version rausbringt, dann geben die normalerweise EndNote Bescheid, hey, wir machen was Neues, macht mal ein Update, und EndNote macht es mal. Aber manchmal dauert es ein bisschen zu lang oder manchmal kriegt EndNote zu spät Bescheid. Und dann ist Word zu neu für Ihr EndNote. Das heißt, ich empfehle Ihnen, wenn Sie diesen EndNote-Reiter mal sehen, dann gucken Sie, dass Sie bei Ihrem Word einstellen, dass die Updates nicht automatisch fahren. Muss mal gerade schauen. Ne, hier war das nicht. Ich weiß gerade nicht, wo es ist. Aber das können Sie googeln oder in einem anderen Suchmaschinen-Ding eingeben. Nicht mehr automatisch updaten, weil wenn Word zu neu ist, fliegt Ihnen wahrscheinlich EndNote raus. Ich verlinke unter diesem Video mal noch eine URL, wo man alle Wege sieht, wenn einem das Ding fehlt, was man jetzt tun kann. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass Sie dann Ihr Word downgraden meistens oder dass Sie EndNote neu installieren. Das ist so im Wesentlichen das, was man tut. Okay, sagen wir, Sie haben diesen Reiter. Jetzt sind Sie in einem Word-Dokument, wo noch nichts zitiert ist und Sie möchten anfangen zu arbeiten. Wie geht das? Also erstmal stellen Sie jetzt sicher, dass Sie bei Style ausgewählt haben, was Sie für einen Zitierstil benutzen wollen. Ich würde jetzt mal anfangen mit einem Zitierstil gemäß Harvard. Also mit Klammern im Text, ohne Fußnoten. Danach mache ich noch Fußnoten. Das ist das Erste, was man macht. Und jetzt wollen Sie... Ach übrigens, wenn die Schaltflächen hier beim Mac leicht anders heißen, ja, hier ist es leicht anders benannt, aber die Funktionen sind komplett 100% identisch. Also Sie haben den Zitierstil gewählt und jetzt geht es in drei Schritten. Schritt 1, Sie setzen Ihren Cursor dahin, wo das Ding erscheinen soll.
Das heißt, Sie klicken dahin, wo die Klammer im Text nachher sein soll. Das wäre hier. Warum hier? Also ich schreibe es mal von Hand, eine Klammer im Text. Die sieht ja normalerweise irgendwie so aus. Eine Klammer im Text, ein Harvard-Zitierstil, also ein Beleg nach Harvard, der ist vor dem schließenden Satzzeichen, also vor dem Punkt oder vor dem Komma, wenn der Satz da zu Ende wäre. Das hier wäre falsch. Das heißt, so soll es nachher aussehen. Und unser Cursor bestimmt, wo EndNote das Zeug einfügt. Das heißt, am besten stellen Sie den Cursor direkt hier so hin, mit dem Leerzeichen zum letzten Wort und noch vor dem Punkt. Da entsteht dann die Klammer. Jetzt fügen wir mal was ein. Also Schritt 1, Cursor positionieren. Schritt 2, Literatur an sich einfügen. Schritt 3, Seitenzahlen und sonstiges vergeben. Okay, Cursor positioniert. Jetzt was einfügen. Das geht hier oben links auf zwei verschiedene Weisen. Was Sie da lieber machen, ist Ihnen überlassen. Ich zeige jetzt beides. Die Lupe macht, dass ich ein Suchfenster bekomme und hier jetzt was suchen kann. Ich kann sagen, Blimel. Und dann drücke ich Enter. Vorher sucht er nicht. So, da ist es. Und dann sage ich Insert. Einfügen. Also, die Lupe gibt mir ein Suchfenster hier in Word. Was ist das andere Ding? Positioniere ich mal meinen Cursor hier unten und gehe mal kurz in EndNote, um zu zeigen, im Moment habe ich diesen Gauss hier angewählt. Angewählt heißt, er ist blau. Jetzt habe ich Daimler angewählt. Jetzt habe ich Gauss angewählt. Warum zeige ich Ihnen das? Weil die andere Einfügeoption lautet, man klickt es hier nicht mehr auf die Lupe, sondern drunter oder Mac daneben, auf dieses Menü, das Dropdown-Menü und sagt hier drin, Insert Selected. Füge den Ausgewählten ein. Klicke ich drauf und jetzt erscheint Gauss und Muche, weil diejenigen in EndNote eben ausgewählt waren. Und jetzt die Leute, die halt sagen, ja, ich switche eigentlich ganz gerne hin und her zwischen EndNote und Word, so, die arbeiten vielleicht leichter mit diesem Insert Selected. Die anderen, wo sagen, nö, ich suche eigentlich lieber so, die machen es halt hier drin. Das sind gleichwertige Optionen, was ihnen lieber ist. Ich persönlich mache lieber dieses Insert Selected, weil da kann ich, zeige ich Ihnen mal hier noch, da kann ich direkt einen Doppelnachweis erzeugen. Also Gauss und jetzt mit Steuerung bzw. mit Command noch den Flower und Haze markiert, also zwei markiert. Insert Selected, fügt gleich zwei ein. Okay, wie kriege ich das hin, wenn ich das mit der Lupe mache? Wie kriege ich hin, dass ich bei dem Blimel hier oben jetzt noch einen reinkriege? Naja, ich füge erst den Blimel ein, den habe ich jetzt schon. Dann klicke ich irgendwo rein in den bereits vorhandenen Funktionstext, ist gerade egal wo, und füge jetzt mit der Lupe noch den zweiten ein. Also jetzt möchte ich hier mal noch Daimler. Suche ich, dann Insert oder nochmal Enter. Jetzt habe ich hier auch einen Doppelnachweis. Doppelnachweis hier mit Strichpunkt ist angezeigt, sind zwei verschiedene Belege in einer großen Klammer. Zwei Klammern hintereinander würde blöd aussehen. Das muss immer so aussehen. Okay, also Schritt 1 war, wir positionieren den Cursor, weil da steht es nachher die Klammer im Text oder die Fußnote, je nachdem. Schritt 2 war, wir fügen die Literatur an sich ein. Und Schritt 3 ist, wir geben dem Ding Seitenzahlen jetzt. Das ist der wichtigste Schritt, weil im Moment hier, Gauss Muche 2017, dieses Buch, wenn Sie das mal in der Hand haben, von Gauss und von Muche, hat 450 Seiten, glaube ich. Wenn Sie dem Ding hier keine Seitenzahlen geben, ist Ihre Zitation funktional unbrauchbar. Sie können hier drin nichts selber schreiben. Alles, was in dem grauen Bereich ist, fliegt alle paar Sekunden wieder raus. Ich mache jetzt gerade mal ab, schon ist es wieder draußen. Spätestens bei Update. Wie kriegt man da also was rein? Es gibt jetzt in EndNote, in diesem Add-in, den sehr, sehr wichtigen Knopf Edit and Manage Citations. Da drin können Sie alle Zitationen, die Sie schon eingefügt haben, managen und auch editieren. Deswegen heißt der Edit and Manage Citations. Klicke ich den an. So, und jetzt sehe ich hier einen Haufen Zeug. Ich sehe hier den Mehrfachnachweis von Blimel und Daimler. Ich sehe hier den Nachweis von Gauss. Und ich sehe hier den Mehrfachnachweis von Flower und Gauss. Das heißt, alles, was ich hier anklicke, wird mir im Hintergrund immer direkt angezeigt, damit ich weiß, was ich bearbeite. Und jetzt bearbeite ich mal nur diesen Gauss. Und bearbeiten heißt, ich gebe dem jetzt noch diese drei Felder hier unten oder eins von denen, je nachdem, was ich eben brauche. Prefix, Suffix, Pages. Was heißt das? Pages ist leicht.
Da tragen Sie ein, was Sie für Seiten zitieren. Zum Beispiel 40 minus 42. Okay. So, und jetzt steht es hier drin. Mit dem S-Punkt automatisch. Ja, also der Zitierstil entscheidet hier, ist es ein Deutscher, ein Englischer, kommt hier ein S hin, ein P, PP bei mehreren Seiten. Passiert automatisch. Wenn ich jetzt einen englischen Stil wähle, so, hab mal gerade geswitcht, dann sehen wir jetzt ein PP. Jetzt gehen wir wieder zurück auf den HNO Basic Harvard. Ja, so, jetzt wieder auf Deutsch. Also nur den nackten Bereich eingeben. Gehen wir nochmal auf Edit and Manage Citations. Gehen wir nochmal auf den Goes. Sie sehen, da stehen jetzt diese Seitenzahlen. Die könnte ich jetzt auch noch editieren, wenn ich will. Was ist jetzt Prefix und Suffix? Prefix ist alles, was vor Ihrer Zitation steht, und Suffix ist alles, was nach Ihrer Zitation steht. Ein Prefix, das man häufig bei Fußnoten sieht, etwas, das vorne dran steht, ist Vergleiche. Also VGL. Leerzeichen habe ich hier eingeben. Schauen wir uns das mal an. Wir sehen jetzt hier, dass ein VGL. Leerzeichen vor dem Gauss erschienen ist. Das ist ein Prefix, ein Präfix, etwas, das vorne dran steht. Wenn Sie hier das Leerzeichen nicht angegeben haben, dann klebt Ihnen das Vergleiche an dem Gauss jetzt dran. Kein Problem, gehen Sie halt nochmal rein und ändern das. Machen Sie hier Leerzeichen rein. Suffix, etwas, das hinten dran steht, haben Sie eher selten, aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Quelle haben, die Sie auch im Anhang noch haben, dann können Sie eingeben, Komma Leerzeichen, siehe Anhang römisch 4. Dann sagen Sie okay oder Sie drücken Enter. Also Vergleiche, Gauss, Muche, siehe Anhang 4, römisch 4. Alles das, was Sie, also es spuckt exakt diese Zeichenfolge nachher aus. Komma, Leerzeichen, siehe Anhang 4. Sie müssen es genauso eingeben, wenn Sie kein Komma, Leerzeichen machen, klebt Ihnen das siehe am Ende von Ihren Seitenzahlen dran. Aber das merken Sie dann, dann gehen Sie halt nochmal rein. Bei Klammern im Textstilen ist es unüblich, dass Sie so viel schreiben. Also gerade dieses Vergleiche ist absolut exotisch, wenn Sie das machen sollen, laut Ihrer Lehrkraft, weil man eigentlich sagt, diese Klammer im Text soll so knapp wie irgend möglich sein. Deswegen sehr selten, dass Sie Prefix und Suffix haben. Sieht häufiger eher so aus. Bei diesen Mehrfachnachweisen können Sie jedem von den Mehrfachnachweisen einzeln die Seitenzahlen geben. Oder Prefix und Suffix. Sie gehen auf Edit and Manage Citations. Sie haben den richtigen ausgewählt oder den hier halt. Jetzt möchte ich bei Bliemel und Daimler mal noch Seitenzahlen vergeben. Also Bliemel zitiere ich Seite 240 und Daimler, jetzt tun wir mal so, kurz so, als hätte diese Internetseite Seiten gehabt. Oder müssen wir gar nicht. Sagen wir, die hat, oder doch, sagen wir einfach, die hat Seiten gehabt. Dann ist einfach. So, Sie sehen, der Bliemel hat seine Seiten bekommen, Daimler hat seine Seiten bekommen. Wie ist die Reihenfolge hier beim Einfügen? Ist das immer alphabetisch hier, Bliemel, dann Daimler? Oder ist es Reihenfolge vom Einfügen? Oder ist es nach Jahr, das Neueste zuerst und dann oder das Älteste zuerst? Entscheidet der Zitierstil. Ist da reinprogrammiert, Sie brauchen sich hier keine Gedanken machen. So, jetzt wechseln wir mal zu eine Sache gibt es noch, die gilt aber auch für Fußnoten. Was ist, wenn Sie einen uneindeutigen Datensatz haben? Was ist, wenn Sie zwei Bliemel von 2014 haben? Diesen Fall erzeuge ich kurz, indem ich den jetzt wieder dupliziere. So, und den hier, den benenne ich jetzt leicht anders. Ich tue ihn jetzt wirklich einfach leicht anders nennen. Title ist leicht anders. Und der Effekt ist jetzt, wir haben zwei verschiedene Aufsätze von Bliemel. Beide aus dem Jahr 2014, beide von ihm. Aber es sind eben unterschiedliche Aufsätze. Wie sieht es jetzt in Word nachher aus? Richtig wäre es, dass das jetzt mit A und B untergliedert wird. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen. Passiert es jetzt automatisch? Ja, sobald beide verwendet werden. Wenn ich nur den ersten benutze, dann ist es jetzt ja noch eindeutig. Bliemel 2014 bedeutet dieser Datensatz. Sobald ich jetzt den zweiten aber noch einfüge, machen wir das mal. Lassen Sie mich kurz schauen, ich will da noch was zeigen. Ja, machen wir das mal direkt hier oben vor dem Komma. Da suche ich den jetzt her. Bliemel leicht anders. Insert.
So, der kriegt jetzt ein B. Warum kriegt der ein B? Der kommt doch früher. Das B richtet sich danach, in aller Regel, kommt auf den Zitierstil an, wer im Literaturverzeichnis zuerst steht. Und hier geht es nach Autor, Jahr und dann nach Titel. Und deswegen Autor gleich, Jahr gleich, aber der hier fängt an mit einem G und der andere fängt an mit einem L. Deswegen kommt der zu unterst und deswegen kriegt der das B und der andere hat das A. Egal, was im Text zuerst kommt. Und EndNote macht es eben Ihnen automatisch. Müssen Sie nicht dran denken. Okay, jetzt nehmen wir das weg. Alles, weil ich möchte jetzt zu Fußnoten gerne rüber switchen. Und wie gesagt, das jetzt einfach so zu konvertieren, ist schwer. Also lösche ich mal meinen ganzen Text. Wenn Sie in diese Bredouille reinkommen, dass Sie das tun müssen, brauchen Sie nicht Ihren ganzen Text löschen. Dann fragen Sie mich einfach oder gehen Sie in eine Suchmaschine und schauen nach, wie das gehen könnte. Man muss im Wesentlichen jede einzelne Fußnote einfügen und das Ding dann rüberziehen. Bei 240 Fußnoten hat man 240 mal die Arbeit. Das ist lästig, aber es geht. Okay. Ich habe hier einen kleinen Word-Befehl. Wenn ich den abschicke mit Enter, dann kriege ich ein bisschen Text, damit wir wieder ein Dokument mit ein bisschen Text haben. Hat nichts mit EndNote zu tun. Gut. Hier drin will ich jetzt mit Fußnoten arbeiten. Wie geht das? Exakt gleich, bis auf das, dass ich die Fußnote selber einfügen muss. Das heißt, ich positioniere meinen Cursor jetzt nach dem schließenden Punkt oder nach dem Komma, nach dem schließenden Satzzeichen, also nach dem Punkt, nach dem Komma, nach was auch immer. Und da mache ich jetzt die Fußnote selber. Ich zeige Ihnen gleich noch den Shortcut, aber so kann man es auch machen, indem man auf Verweise, vielleicht heißt das Ding auch Referenzen bei Ihnen, wenn man da draufklickt auf den Reiter und dann auf Fußnote einfügen, so kriegen Sie Ihre Fußnote. Und jetzt steht Ihr Cursor hier unten und jetzt ist alles genau gleich. Das heißt, Sie fügen Ihr, bei EndNote gehen Sie jetzt wieder auf Ihre Lupe oder auf Ihr Insert Selected, was Sie lieber mögen. So, Insert Selected. Aha, warum habe ich jetzt hier Klammern drumherum? Weil ich den Stil nicht gewechselt habe. Ich habe immer noch HNO Basic Harvard gewählt. HNO Basic Fußnoten wäre der entsprechende Stil ohne die Klammern, der ist für Fußnoten gedacht. Jetzt haben Sie hier gerade gesehen, ich habe einen Zitierstil benutzt, der nicht mit Fußnoten arbeitet und habe trotzdem den hier unten reinbekommen. Er sah nur ein bisschen komisch aus. So wie, also man sieht hier, der will eigentlich im Text sein. Wegen diesen Klammern. Der Fußnotenstil, der macht hier unten keine Klammern, die sind unnötig. Das ist der einzige Unterschied. Okay, also, Sie haben Ihre Fußnote eingefügt, Sie haben den Mensch eingefügt und jetzt gehen Sie wieder auf Edit and Manage Citations und geben dem noch die Seitenzahlen. 240 bis 244 und er kriegt dann noch ein Prefix, dieses Vergleiche, also VGL.Leerzeichen. Dann gehen Sie auf OK. Und ob jetzt hier Ihr Vergleiche von Ihnen groß geschrieben wird oder klein geschrieben, das können Sie, wenn Ihr Dozent nichts anderes sagt, frei entscheiden. Generell ist es so, wenn Ihr Zitierstil aufhört mit einem Punkt, dann ist die Idee, dass die Fußnote einen Satz bildet. Also hier hinten wäre ein Punkt, dann fangen Sie auch groß an. Wenn der Zitierstil das nicht macht, dann können Sie auch klein anfangen. Jetzt so als Faustregel. Gut. Ist jetzt noch irgendwas anderes von Fußnoten zu Klammern im Text? Eins. Nämlich, Sie können jetzt hier drinne entscheiden, wie Sie einen Mehrfachnachweis machen. Mehrfachnachweis heißt, entweder mache ich jetzt zwei Fußnoten hier oben, wenn ich zwei Belege will, oder ich mache in der Fußnote noch einen rein. Wenn ich es in der Fußnote mache, dann geht es wie vorher bei den Klammern im Text. Ich klicke da rein, dann sage ich, okay, ich suche mir jetzt meinen Herr, den Gauss zum Beispiel, dann füge ich den ein. Jetzt habe ich hier wieder einen Doppelnachweis mit diesem Strichpunkt. Okay, wenn jetzt ich das nicht möchte, ich möchte lieber zwei Fußnoten, dann muss ich halt meine beiden Fußnoten machen. Fußnote einfügen und muss ihn jetzt hier unten einfügen, den Gauss. Also EndNote, suchen, Gauss ist schon da, einfügen. Okay, also entweder zwei Fußnoten oder in die Fußnote reinklicken und den zweiten einfügen. Das ist Ihre Wahl. Nur brauchen Sie jetzt hier noch, sehen Sie das, ein Komma dazwischen, weil Sie machen die Fußnote mit Word und Word ist hier, macht Ihnen da kein Komma automatisch rein. Sie müssen es selber tun. Sie müssen hier ein Komma setzen. Jetzt sieht das blöd aus, weil das Komma so tief unten hängt. Dann markieren Sie das einfach und gehen dahin, wo auch fett und kursiv und unterstrichen wäre. Da gibt es auch tief und hochgestellt.
Und dann machen sie hochgestellt und jetzt sieht es schön aus. Das ist halt der Nachteil, dass die Fußnote von Word kommt, weil Word ihnen nicht dieses Komma automatisch macht. Der Vorteil davon ist, dass sie jederzeit auch eigene Fußnoten selber vergeben können zwischen ihren Endnotizationen. Also ich kann jetzt hier auch selber eine Fußnote einfügen. Mein Text. Und habe hier oben eine ganz normale Fußnote. Das heißt, es stört nicht, dass ich mit EndNote was mache und dann was selber mache. So, jetzt muss ich gerade überlegen, war das alles? Ja, ein Knopf muss ich jetzt noch erklären, aber das ist der schönste Knopf eigentlich. Schaue ich mal gerade runter, wie mein Literaturverzeichnis ist. Ja, ist ein bisschen wenig drin. Okay, jetzt füge ich mal hier noch die verbliebenen ein oder ich füge alle nochmal ein. Ich sage hier, ich markiere kurz alle. Und dann sage ich in Word an dieser Stelle kurz meine Fußnote. Ah ja, den Shortcut für die Fußnote wollte ich noch sagen. Jetzt sage ich EndNote, Insert Selected, dann müsst ihr mir alle einfügen. Jawohl, es sind alle Sachen drin, damit ich einfach jetzt mal hier ein vollständiges Literaturverzeichnis kriege. Also, wie kriege ich diesen Shortcut für die Fußnote hin? Schreibe ich ihn hier einfach kurz rein. Also, Sie haben einen Windows-Rechner. Da ist es Steuerung plus Alt plus F. Oder Sie haben einen Mac. Dann ist es Command und Alt und F. Beziehungsweise manchmal heißt Ihr Alt gar nicht Alt, sondern es heißt Option. Und wenn Sie das machen, ich mache das jetzt nochmal. Bei mir ist ein Windows-Rechner, also Steuerung Alt F. Dann sind sie direkt hier unten und das hat halt den großen Vorteil meiner Meinung nach, dass sie nicht den Reiter hier wechseln müssen, um extra bei Verweise oder Referenzen die Fußnote einzufügen und dann zurück zu müssen. Sie machen es mit dem Shortcut. Finde ich sehr viel angenehmer. So, jetzt unser Finish. Unser Finish, damit meine ich, sie arbeiten die ganze Zeit schon mit EndNote, es passt eigentlich relativ, aber irgendwas ist noch nicht bei dem Zitierstil so, wie sie es gerne am Ende hätten. Zum Beispiel, Ihr Dozent hat gesagt, ihm ist egal, wie es aussieht. Und jetzt am Ende sagt er, ja, das passt eigentlich schon alles so, aber ich hätte gerne hier die Autoren immer in Fett, die Nachnamen, den ersten. Und immer, wenn Sie das hier anfangen zu tun, so, jetzt sind wir alle fett, dann freuen Sie sich kurz und dann bügelt EndNote da drüber, alle paar Sekunden, zack, fliegt es wieder raus. Das würde Sie dann laufen. Und Ihr Blutdruck steigt. Brauche nicht. Sie können hier drin zwar jetzt noch nicht selber schreiben, aber sie haben einen wunderbaren Knopf, wie sie das konvertieren können. Ich zeige Ihnen das. Vorher noch eine Sache, man kann auch dieses Literaturverzeichnis hier drin ein bisschen editieren. Man kann hier auf dieses kleine Ding draufklicken, Configure Bibliography. Beim Mac ist es so ähnlich, da gibt es auch Configure oder so einen Knopf. Das ändert sich je nach Version, da müssen Sie einfach ein bisschen suchen, aber der Knopf ist da. Und jetzt sehen Sie hier Ihr Layout ein bisschen. Da könnten Sie jetzt noch eine Überschrift eintragen. Aber das bringt generell wenig. Ich zeige Ihnen, warum. So, okay. Viele Leute bekommen an dieser Stelle jetzt gerade eben hier einen Fehler, was ich gerade gemacht habe. Da steht dann dran, also ich habe was eingeben, klicke ich auf OK, und dann steht dran, Error, die, und wie heißt es, also der Wert sollte zwischen 0 und minus 8 sein, sowas steht hier dran. Was gemeint ist, ist, dass hier dieser Einzug, der Erstzeileneinzug, der hängende Einzug, da steht die Dezimalzahl hier gerade mit dem Punkt dran und vielleicht kapiert das ihr, also EndNote denkt dann halt in Punkt bei Dezimalzahlen und ihr Word denkt in Kommas und sie ändern dann einfach gerade das, was sie hier sehen. Also wenn sie einen Punkt sehen und sie kriegen den Error, dann machen sie hier ein Komma draus und dann geht das. Und was sie hier auch noch machen können, also bei mir ging es jetzt ja gerade eben, ich brauche nichts tun. Was Sie hier auch noch machen können, ist Line Spacing, also Zeilenabstand. Okay, will ich hier mehr? Oder Space After heißt der Abstand nach jedem Eintrag. Also machen wir mal Single. So, jetzt kriegt jeder nach dem Eintrag hier noch ein bisschen leer. Aber im Wesentlichen, Sie kommen hier nicht zu allem hin, was Sie wollen. Vor allem diese Überschrift ist immer zentriert und ist nie als Überschrift definiert. Das ist blöd. Sie wollen es ja im Literaturverzeichnis. Also, was tun Sie? Sie hantieren nicht mit diesem Bibliography-Ding, weil es bringt nicht vollständig das. Sie wollen, dass EndNote aufhört, Ihnen hier drüber zu bügeln. Und das geht. Mit dem Knopf
Convert to Plain Text. Der ist jetzt hier beim Windows-Rechner unter Convert Citations and Bibliography. Er kann auch jetzt beim Mac vor allem sein unter Convert oder unter Tools. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Knopf. Garantiert. Machen wir das mal. Convert to Plain Text. Okay. Der hat mich gerade was gefragt, aber das erkläre ich jetzt eh. So, hier ist mein Dokument. Und jetzt habe ich zwei Dokumente. Ich habe jetzt hier links mein altes Dokument. Mein altes Dokument, da sind die Sachen drinne als Funktionstext nach wie vor. Da hat sich nichts geändert. Aber ich habe jetzt eine Kopie bekommen von diesem Dokument. Und diese Kopie ist fast komplett identisch. Also alles hier oben, alles ist komplett gleich. Wir sehen jetzt, dass er die URLs nicht mehr unterstrichen hat. Also wenn ich das will, dann kann ich das jetzt wieder machen. Hier mache ich halt ein Leerzeichen danach. Jetzt ist es wieder eine URL. Und dann nehme ich es wieder raus. Ich soll es aber eigentlich eh nicht machen. Also es ist eigentlich sogar ganz gut, wenn das nicht drin ist. Sondern muss ich jedes Mal hier Link entfernen. So, jetzt sieht es gut aus. Dieser Knopf Convert to Plain Text macht also, dass ich eine Kopie vom Dokument kriege. Und diese Kopie ist nur normaler, stupider, wunderschön editierbarer Text in Word. Und da mache ich jetzt alles, was ich noch soll. Das heißt, mein Dozent hat mir gesagt, die Leute hier sollen fett sein. Okay, dann mache ich die eben in fett. Und jetzt kann ich hier auch sagen, nee, ich will jetzt eigentlich nicht dieses Literaturverzeichnis-Ding, sondern die normale Überschrift. So, damit es im Inhaltsverzeichnis automatisch kommt, passt. Ich will keine Punkte hinten dran. Ich will was auch immer. Das können Sie jetzt alles hier machen. Das Einzige, was Sie nicht machen können, ist zurückspringen zu Ihrem alten Dokument, also aus dem hier wieder ein EndNote-Ding machen. Sie können nur sagen, okay, ich tue nochmal mit dem Formformatieren arbeiten, ich ändere nochmal irgendwas, ich habe falsch zitiert, ändere das hier und dann konvertiere ich das nochmal und habe nochmal diese Polierarbeit. Aber in dem Moment, wo Sie EndNote rausschmeißen in diesem neuen Dokument, ist EndNote draußen in diesem neuen Dokument. Sie haben ja altes noch, aber in dem hier ist nichts mehr mit EndNote. So, jetzt gibt es noch eine Sache, die manchmal passiert, die möchte ich noch zeigen. Die ist, wenn Sie das Instant Formatting ausschalten. Jetzt höre ich auf mit einem Warnhinweis. Ist egal. Ich lächle einfach dabei. So, wir haben hier Instant Formatting is on. Ich mache das jetzt mal off und zeige Ihnen was. Ich füge jetzt was ein. Den Gauss. Insert. Sehen Sie, wie der komisch aussieht. Der hat so geschwungene Klammern und so eine Zahl und irgendwie, das passt nicht. Das ist nicht ein Zitierstil. Ja, das ist ein Platzhalter. Instant Formatting heißt, Ihr Zitierstil wird umgesetzt. Wenn das Ding off ist, dann haben Sie den Platzhalter. Und sobald Sie es anmachen, Turn Instant Formatting on, dann wird es umgewandelt zu dem, was nachher dastehen soll. Wenn Sie jetzt dieses Instant Formatting nochmal angucken. Also ich mache es nochmal auf. Ich füge nochmal den Gauss ein. Der arbeitet immer, diese Platzhalter, mit geschwungenen Klammern. Bitte lassen Sie diese geschwungenen Klammern so. Viele Leute gehen, wenn sie irgendwie konfigurieren in der Bibliography her und die sagen sich, hä, was sind hier diese geschwungenen Klammern? Das will ich gar nicht. Ich will hier normale Klammern. Nee, wollen Sie nicht. Weil diese geschwungenen Klammern, deswegen klicke ich abbrechen, die sehen Sie eh nur beim Platzhalter. Und wenn Sie die Platzhalter dann wieder anmachen und dann endgültig formatieren, das Einzige, was passiert ist, EndNote scannt jetzt nach diesen geschwungenen Klammern und alles, was Sie mit geschwungenen Klammern findet, das Programm, das interpretiert es als Platzhalter und will es dann konvertieren. Wenn Sie hier drin sagen, ja, nee, das sollen runde Klammern sein, dann denkt EndNote, okay, alles mit runden Klammern sind Platzhalter. Und ab da müssen Sie, wenn Sie in Ihrem Text oft mit Klammern gearbeitet haben, jedes Mal EndNote sagen, nee, das ist kein Nachweis, nee, das ist kein Nachweis, nee, das ist kein Nachweis. Machen Sie das nicht. Lassen Sie es bei den geschwungenen Klammern. Die Sache hier ist ganz angenehm für die Leute, die einen relativ langsamen Rechner haben. Die können dann sagen, okay, Formatting ist off. Und dann können Sie das Ding einfach nur so einfügen. Und können es am Ende dann einmal anmachen. Nun müssen die sich angewöhnen, wie sie jetzt die Seitenzahlen da reinkriegen. Ja, das ist ein bisschen friemelig. Also es ist wirklich nur zu empfehlen, wenn Ihr Rechner arg langsam ist. Sie können jetzt auch noch Ihre Seitenzahlen dahinter schreiben, wie Sie es gerade eben machen möchten.
Aber im Wesentlichen, ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie Ihr Rechner irgendwie verpackt, dann machen Sie hier das Ding on und dann sieht das Ding sauber aus. Okay. Also, dann ordne ich am Ende nochmal EndNote ein, dann höre ich doch nicht mit einer Warnung auf. Ist EndNote sinnvoll? Ja, absolut. Also ich würde im Leben nie wieder also von Hand arbeiten mit dem Zitieren. Ich kann das Zeug einfügen, muss mir keine Gedanken darum machen, ich kann einfach meine Arbeit schreiben. Und wenn irgendwas noch nicht passt, dann weiß ich, ist in Ordnung, ich kann es irgendwann überarbeiten, irgendwann muss ich diesen Bliemel oder diesen Daimler hier einmal gut machen und dann wird er automatisch hier richtig. Also ich habe keinen Druck. Mir kann auch jemand helfen. Ich kann auch in der Bibliothek fragen, wie man dieses und jenes Ding zitieren soll. Wir ändern das dann und dann kommt es automatisch richtig raus. Wirklich, EndNote ist ein super Tool. Man muss es nur einfach benutzen, so wie ich es jetzt hier in diesem Video versucht habe zu zeigen. Und man muss sich klar machen, dass es kein Wunderwerk ist. Wenn Sie in dem Bliemel-Datensatz hier, wenn Ihr Datensatz Kraut und Rüben ist, dann kommt das Ding nachher Kraut und Rüben raus. Das Format vom Zitierstil gibt Ihnen EndNote. Also ob die Menschen hier unten mit Vorname abgekürzt oder nicht sind. Aber wenn Sie da drin, wenn Sie die Menschen falsch schreiben oder das Komma nicht einhalten, wenn Sie die in eine Reihe schreiben, obwohl es mehrere sind und nicht mit Enter trennen, dann sieht es nachher nicht gut aus. Und dafür sind Sie dann selber verantwortlich. Aber ansonsten ist EndNote wirklich eine super Sache. Ich kann es nur empfehlen. Und es würde mich freuen, wenn Sie es benutzen würden. Jetzt nochmal ganz am Ende. Wo kriege ich es her? Bei Bibliothek. Zitieren. EndNote. Da steht, wie man es runterladen kann. Und alle die Sachen, die ich jetzt hier nicht direkt verlinkt habe, zum Beispiel dieses Blatt hier. Wann nehme ich welchen Dokumenttyp? Das finden Sie alles unter diesem Video. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen.